Hallo und herzlich willkommen zurück zur 11. Folge von Grim Fandango. Wir sind momentan in Rubakawa angekommen und wir unterhalten uns beziehungsweise unser Fahrer unterhält sich momentan mit dem Captain der Stadt oder ich weiß nicht, irgendjemand, der uns aus dem Wasser wieder gefischt hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die unterhalten sich nicht. Ich weiß nicht. So, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall Mercedes finden und wir müssen für den hier oben, der in dem Restaurant arbeitet, sollen wir auch jemanden finden, und zwar seine Frau. Und der glaubt nicht, dass die schon durchgegangen ist. Und ich glaube, ich komme ja auch nicht weiter, oder? Ich warte lieber, bis sich der Nebel lichtet, bevor ich nochmal die Stadt besichtige. Na, toll. So, haben wir jetzt irgendwas hier erreicht? Wir können den Turm, wir können nur hier rein. Aber sonst? Wir können hier runter, wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht habe ich irgendwas hier drin übersehen. Haben wir vielleicht noch irgendwas in den... Ach so, wir haben ein Foto von ihm bekommen. Das ist Celsos Frau. Ich glaube, Haut würde bei ihr auch nichts helfen. Ich weiß auch nicht. Ach, wir haben die Knochen alle schon wieder verloren. Ach, wir haben nur das Foto und unsere Sense. Okay, sonst können wir ja nicht wirklich viel anfangen. Auf jeden Fall haben wir das Foto. Was können wir mit dem Foto denn machen? Können wir vielleicht unseren Kapitän mal zeigen? Vielleicht kennt der ja das Foto. Der hat ja gesagt, der kennt sich nicht so wirklich mit Namen aus, aber mit Bildern. So. Auswählen. Gucken wir uns ihn nochmal an. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Du möchtest es nicht angucken? Gut und nicht. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft. Und sie war nicht allein. Okay. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior, sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag. 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst hab den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Hey, Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, ja, schon gut. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich hab mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? S.S. La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Warum denn nicht? Hat er sonst noch vielleicht irgendwas zu erzählen? Sind Sie sicher, dass noch nie eine Frau namens Mercedes... Möglich ist, ich sag... Aber, ach so, das Buch. In Velascos Logbuch steht, dass Celsos Frau was mit einem anderen hatte. Können wir vielleicht ihm das Bild nochmal geben? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ja, gut, dann nicht. Okay, gehen wir mal nach oben. Die haben sich irgendwie auf jeden Fall auch gefunden, ne? Weil die sich jetzt so unterhalten haben. So, Kollege. Sag mal, habt ihr Infos? Und was ist mit dem Speicher? Das ist das Büro des Chefs. Da kannst du schlafen, wenn du der Boss bist. Wenn ich der Boss bin, dann kriege ich hin. Ich könnte hier auf der Theke schlafen. Auch wenn unsere Gäste tot sind, Manny. Wir achten hier immer noch auf Hygiene. Ich könnte mich in der Küche unter die Spüle legen. Wenn du willst, dass dir die Ratten, während du schläfst, die Zehen klauen. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt, du kannst meinen Job haben, wenn meine Frau endlich hier ist. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt, wenn meine... Ja, wenn deine Frau da ist. Da habe ich leider ganz, ganz schlechte Infos. Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Steht alles hier drin.
Oh, Manny. Gibt es in der Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Ja, eins. Wir haben ja eins abgeschlossen. Yay! Ein Jahr später. Groovy. Kommst du mal runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun, mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus. Ja, hat sie auf jeden Fall hier gemacht. Ist er jetzt wirklich ein Jahr schon hier? Alter. Okay, wir können runter. Können wir uns hier von oben irgendwas angucken? Nicht wirklich, ne? Na gut, gehen wir mal nach unten. Im Moment, haben wir irgendwelche Sachen bei? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur unsere Sense. So, wir können hier runter. Wir können hier lang. Wir gehen mal hier lang. Die Glücksfee. Wir gucken jetzt erstmal natürlich Le numéro gagnant. Le neuf. Rouge. Empairement. Neun. Rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Was? Was? Le 2, Noir Père et Manque. Numéro 2, die 2 gewinnt. Ihre Chips, Monsieur. Wirklich, vielen, vielen Dank. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies und keine Einsätze mehr, bitte. Was? Was kann ich denn jetzt hier drücken? Was? Ich hab hier gerade nichts. Was? Le numéro gagnant. Le 5. Rouge. Empairement. 5. Rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, les jeux, ladies, keine ein... Hä, wie kann ich denn? Wie kann ich den Wurf irgendwo nehmen? Kann ich den Finger irgendwie bewegen? Le numéro gagnant, le 5, rouge, empairement, 5, rot. Ladies, mesdames, ich kann ja auch nicht drauf drücken. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts kein... Hey, Vorsicht da unten. Le numéro Und dass er gerne mehr Glück hätte, wenn er später am Abend zurückkehrt. Oui, monsieur, bonsoir. Ich werde es ihm sofort ausrichten. Mesdames, Messieurs, Ladies, Mesdames, Ladies, keine Einsätze mehr, bitte. Ich habe gerade nichts verstanden. Ich habe gerade aus Versehen weggedrückt. Mist, ich habe gedacht, da kommt nichts mehr. Upsi. Ah, schlafen, um Albträume von Spinnen und Bibern zu haben. Biber. Moment, der Rand sieht ja anders aus. Der Rand hat sich geändert. Cool. Ich verrücke keine Möbel, solange ich meinen Smoking trage. Das ist vernünftig. Besser nicht. Was, wenn ich Matches Ankunft verschlafe? Ja, auf einmal. Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubakawa angekommen bist. Das ist sehr erfreulich.
da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Matchy getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Okay. Sonst? Schubladen, der Sitz. Können da oben lang. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für die Revolution. Sag Ola zum kleinen Manny, dem ersten offiziellen Boten des ZVS. Bitte gib ihm etwas zu picken und schick ihn zurück, damit wir wissen, ob der Jungfernflug ein Erfolg war. Ja, bestimmt. Hoffentlich hat er was bekommen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal nach unten. Was ist denn? Ach. Ist doch nicht so viel los gerade. Mir scheint, Loop ist wieder ein klein wenig durchgeknallt. Ja, ein klein wenig. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Ich muss dir unbedingt von meinem neuen Organisationssystem für Mäntel erzählen. Ach, nö, schon gut. Meinst du, sie taucht heute Abend auf? Manny, das fragst du mich jeden Abend. Was soll ich schon darauf antworten? Du sollst sagen, ich hab die Dinge. Du sollst sagen, ja, ich glaube, heute ist die Nacht der Nächte. Ja, ich glaube, heute ist die Nacht der Nächte, in der du letztendlich vor lauter Warten auf Miss Mercedes Colomar bescheuert wirst. Fangen wir nochmal von vorne an. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Ja, ich glaube, heute ist definitiv die Nacht der Nächte. Danke. Weißt du, es ist meine Schuld, dass sie ganz allein durch die Wälder irrt. Wenn du meinst, Manny. Sah Bogen wütend aus, als er ging? Ja. Was ist denn passiert? Hey, jeden verlässt das Glück irgendwann mal. Vorsicht, Manny. Nicht, dass uns irgendwer den Laden zumacht. Habe ich schon irgendwas vorhin gemacht, was ich hätte noch gar nicht machen sollen und ich hätte vielleicht mich mit irgendjemand unterhalten können? Na, toll. Na, super. Wie läuft's heute? Wie ausgestorben, Manny. Ich schätze, es wird wohl jeder den Tag der Toten bei seiner Familie verbracht haben. Bis auf das Casino. Das Casino läuft. Wie kommt es eigentlich, dass die Leute, die nie ihre Familien besuchen, die größten Zocker sind? Tja, ich schätze, wenn dich nichts mehr mit dem Reich der Lebenden verbindet, dann hast du auch nichts mehr zu verlieren. Hey, den Spruch sollten wir uns über die Tür hängen. Das ist richtig. Alles okay im Land der Pelzmäntel und Fedoras? Alles in Ordnung. Es ist herrlich. Ich kann's kaum erwarten, bis Gäste kommen und ich das neue System ausprobieren kann. Es ist so cool. Soll ich dir davon erzählen? Ja, komm. Okay. Erzähl mir mehr von deinem neuen System. Ja! Okay. Ich habe hinten all die alten Plastikkärtchen aus der Cafeteria gefunden. Und jetzt rate mal. Sie haben alle Nummern drauf. Und so gebe ich jedem, der seinen Mantel abgibt, einen davon und... Manny, du hörst mir ja gar nicht zu. Ich mache mir die ganze Mühe mit deinen Mänteln und dir ist das vollkommen egal. Loop. Vergiss es, als ob's dich kümmert. Nein, ich will es hören. Nein. Dann erzähle ich es halt jemand anderem. Jemandem, den es interessiert. Das ist so schlimm. Bitte, Kochkrumm. Bitte, erzähl mir alles über dein neues Mantelsystem. Sei nicht so überheblich, Kerl. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Okay. Alter. Mir scheint, Loop ist wieder ein klein wenig durchgeknallt. Ein klein wenig. Ja, ja. So. Gehen wir mal hier runter. Komm. Oh yeah. Hallo, Manny. Hola. Das ist ja cool. Ich
glaube, Glottis kann mit jeder Art Schlüssel etwas anfangen. Egal ob Noten- oder Schraubenschlüssel. Glottis ist super. Manny, Polizeichef Bogen ist eben an mir vorbeigegangen. Und als ich ihm ein Lied spielen wollte, hat er mich angeschrien. Ach, mach dir nichts daraus, Manu. Er ist nur sauer, weil er beim Zocken verloren hat. Wollten wir ihn nicht immer gewinnen lassen, damit er uns mag und uns den Laden nicht dicht macht? Heute macht er das bestimmt nicht. Es ist schließlich Feiertag. Ich habe echt schon irgendjemand rausgeschmissen, den ich bis jetzt nicht einmal kennengelernt habe. Na toll. Ruhige Nacht, was, Karnal? Der Tag der Toten ist halt schlecht fürs Geschäft, Boss. Aber gestern Abend, weißt du noch, gestern, Manny? Aui! Was spielst du da? Oh, nur ein kleines, Liebeslied für eine ganz besondere Lady. Sing uns doch ein paar Strophen davon, ja? Oh, nun ja, viel habe ich noch nicht. Knochenschleuder. Gefällt mir. Jo, mir auch. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Wer? Meine ganz besondere Lady? Nein, Metsche. Weißt du was, Melly? Ich glaube ja, sie kommt. Ich hab das Gefühl, als sei dies die Nacht der Nächte. Bestimmt. Weißt du, der Laden wird mir fehlen, wenn wir gehen. Och, Manny, warum können wir nicht einfach hierbleiben? Wir haben einen schicken Club, 3 Mahlzeiten am Tag und Max lässt mich einmal die Woche unseren Wagen auf seiner Rennbahn fahren. Außerdem sehen wir in diesen Klamotten einfach großartig aus. Glottis, ich kann nicht ewig in dieser Welt bleiben. Ich gehöre hier nicht hin. Ich muss Metsche finden und ihr helfen. Es ist meine Schuld, dass sie nicht schon vor einem Jahr in diesen Zug gesetzt wurde. Okay, Manny. Na, dann lasse ich dich mal weiter üben. Ich brauche nicht zu üben, Mann. Ich bin gut. Oh yeah. So, kommen wir jetzt irgendwo hier hin? Können wir hier hin? Klingt gut. Ich weiß. Oh yeah. Oh. Na, ihr. Gucken wir uns erstmal den hier an. Le numéro gagnant. Ciao, Chilla Charlie an seinem gewohnten Tisch. Rouge, un pair et passe. 21. Rot. Stört es dich, wenn ich mich setze, Charlie? Überhaupt nicht, Manny. Ich meine, es ist schließlich dein Club, oder? Ja, das ist richtig. Stimmt. Also, was hast du hier zu suchen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst erst wiederkommen, wenn du deine Schulden an der Bar bezahlen kannst? Oh nein. Man hat mich bei der Rennbahn gefeuert, weil ich Wettabschnitte gefälscht habe. Also muss ich zu denen gehen, Manny, die ich liebe. Die ich liebe. Wie hast du die gefälschten Abschnitte gedruckt? Hiermit. Was ist denn das? Ist sie nicht wunderschön? Das letzte Mal, als ich im Knast saß, teilte ich meine Zelle mit dem hinterhältigsten Hochstapler, den ich jemals gesehen habe. Aber er war ziemlich nachlässig und daher fiel es mir recht leicht, ihm das hier zu klauen. Danke. Man weiß nie, wann man sowas gebrauchen kann. Hey, gib sie wieder her, Manny. Vielleicht dann, wenn du deine Schulden hier bezahlt hast. Einverstanden? Oh, Manny. Was kannst du denn noch fälschen? Nichts, alles. Nichts, alles. Kannst du Pässe nachmachen? Manny. In vielerlei Hinsicht denkst du immer noch wie ein Lebender. Seelen brauchen keine Pässe. Wir sind alle Bürger derselben Nation. Und unser König reitet ein Höllenross. Also keine Pässe? Nein. Weißt du, das Wasserzeichen ist so schwierig zu kopieren. Was? Wie ist es mit Führerscheinen? Klar. Du gibst mir ein Foto, 50 Mäuse und etwa 2 Wochen Zeit, okay? Wenn mir etwas einfällt, das ich brauche, komme ich wieder. Ich bin doch kein Wunschbrunnen, Manny.
Warum bist du nicht drüben an den Roulette-Tischen? Ah, Roulette ist für einsame Witwen und Franzosen. Warum beschaffst du dir nicht ein paar Spielautomaten, Manny? Jeder, von alten Frauen bis zu kleinen Kindern, mag einarmige Banditen. Und ich habe ein unfehlbares System, um sie auszutricksen. Ich glaube nicht. Ich werde drüber nachdenken. Oh. Du machst dich über mich lustig. Stimmt's, Manny? Würde ich nie tun. Ich denke, dass Spielautomaten unerwünschte Elemente anziehen. Oh, sind wir nicht alle unerwünscht, Manny? Stimmt, aber du hast zu allem Überfluss auch kein Geld mehr. Alle meine Freunde sind einsame Witwen und Franzosen. Außer mir, Manny. Ich sorge dafür, dass du nicht wahnsinnig wirst. Erklär mir dein System, Charlie. Ich werde dir doch nicht mein Geheimnis verraten. Höchstens so viel. Du musst eins mit dem einarmigen Bandit werden, Manny. Du musst dich in die Maschine hineinversetzen und ihr einreden, dass sie auszahlen will. Wenn ich es mir recht überlege, halte ich besser von meinen Roulette-Tischen fern. Das ist richtig. Das ist ein hübscher Anzug. Wo hast du ihn gestohlen? Manny... Wenn du lernst, wie Chowchilla Charlie zu spielen, dann wirst auch du vielleicht eines Tages so einen schicken Anzug tragen. Tja, ich muss mich um meinen Club kümmern. Ja, Manny. Wende dich nur wieder deinem schillernden Leben zu. Was sind das für komische, knarzende Stühle bzw. Bänke? Das sieht irgendwie wie ein Luftballon. Na gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und was uns hier noch alles in diesem komischen Club erwartet, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Grim Fandango. Bis zum nächsten Mal.